Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um den Adventskalender von Julia. Ich habe nämlich mit ihr einen Tausch-Adventskalender gemacht. Ich weiß nicht, ob sie noch Julias Kaninchenwelt heißt. Sie wollte sich umbenennen. Ich werde euch den Videolink bzw. den Video, den Kanal unten mal in die Videobeschreibung packen. Schaut es euch auf jeden Fall an, auch wenn ihr wissen wollt, was für einen Kalender ich ihr geschickt habe, denn sie macht auch ein Video dazu. Und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal mit dem Adventskalender. Türchen Nummer 1. Damit fangen wir jetzt an. Bitte beachtet mein Aussehen nicht. Ich war Sport am Machen und dann sehe ich halt meistens so aus. Ich sitze hier übrigens vor dem Gehege von Hamira, aber sie ist noch nicht wach. Aber wir reden jetzt nicht lange drumherum, sondern packen direkt das erste Türchen aus. Ich habe es jetzt schon mal aufgemacht, aber noch nicht rausgeholt. Steht drauf, dieses Produkt passt zu Nummer 2. Das hat sie mir auch schon geschrieben. Und da steht drauf, glücklich bis in die Spitzen. Das ist doch süß. Ja, sie hat mir schon erzählt, dass sie einen anderen Adventskalender wiederverwenden wird. Und ich finde die Schächtelchen echt hübsch. Ihr habt sie ja schon im Einspann gesehen. Und dann hole ich das mal raus. Oh, das ist sogar nochmal extra verpackt. Das ist ja richtig süß. Okay, ich weiß nicht, was es sein könnte. Ich werde es mal auspacken. Es ist ein Shampoo von Langhaarmädchen Intense Repair. Das ist super cool. Die habe ich nämlich in unserem Rossmann entdeckt und wollte die auch mal ausprobieren. Und dann nehme ich an, dass in Türchen Nummer 2 vielleicht eine Spülung drin ist oder ein Duschgel. Also ich bin sehr gespannt auf morgen und da freue ich mich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Ich muss ja definitiv unter die Dusche springen und dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Türchen. So Leute, es ist der nächste Tag und das heißt Türchen Nummer 2. Auf dem zweiten Türchen steht drauf, ich hoffe, es ist nicht ausgelaufen. Da schauen wir doch mal nach. Im Türchen Nummer 2 war dieser Conditioner von Langhaarmädchen. Da habe ich ja gestern schon drauf gehofft und auch schon überlegt, ob es sein könnte. Und auch das ist noch verschlossen und nicht ausgelaufen. Und ich freue mich sehr darüber. Das werde ich auf jeden Fall heute oder spätestens morgen ausprobieren. So Leute, wundert euch nicht, dass ich so verzaust bin. Ich bin gerade erst aufgestanden. Und jetzt ist Türchen Nummer 3 dran. Auf dieser Seite steht drauf, nur für dich und deine Katze. Herzchen. An deine Katze wird natürlich auch gedacht. Ich bin gespannt, was drin ist. Und darin versteckte sich der Knabbermix von Felix, drei Käse hoch. Meine Katze liebt die Leckerlis von Felix, bekommt davon aber nicht so viel, da sie ja nicht so gesund sind. Aber da wird sie sich garantiert mega drüber freuen, weil das war eine lange Zeit ihre Lieblingsleckerlis. Und vielen Dank dafür. So, heute darf ich die 4 und die 5 aufmachen, denn es ist schon der 5. Und ich habe es gestern nicht mehr geschafft, das vierte Türchen zu öffnen. Aber ich sehe ja schon, was das vierte Türchen ist. Und zwar ein Duschgel von Balea. Und ich werde jetzt gleich mal dran riechen, wie das riecht. Und werde das fünfte Türchen öffnen, um euch das zu zeigen. Also das Duschgel riecht echt super gut. Ich habe es leider schon ein bisschen kaputt gemacht, weil ich dachte, das wäre nur so eine Hülle, die man aufziehen soll, weil da irgendwie sowas stand. Und das habe ich auch aufgezogen. Und ja gut, ne? Also macht das nicht nach, aber es riecht super lecker. Und das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal benutzen. Und hier auf der 5 steht noch, ist noch ein Herzchen gemalt. Und dann steht da drauf, ich liebe die und die sind sehr angenehm. Ich bin sehr gespannt, was da wohl drin ist. Von Balea, zwei tote Meermasken für unreine Haut. Das finde ich super gut. Masken kann man nie genug haben. Die mache ich mir selbst sehr gerne drauf. Und ich habe auch sehr unreine Haut, also passt das perfekt. Mit Soforteffekt und mikroplastikfrei. Das finde ich super. Also vielen lieben Dank dafür, die probiere ich direkt mal aus. Es ist Zeit für Türchen Nummer 6.
Ein M steht auf dem Türchen drauf und das ist recht schmal. Ich weiß noch nicht, was drin sein könnte. Also schauen wir mal rein. Eine Kette mit meinem Anfangsbuchstaben drin war drin. Die finde ich sehr cool und werde ich auch gleich anziehen. Vielen Dank, Julia. Auf der einen Seite steht drauf einer meiner Lieblingssnacks. Und auf der anderen Schoki. Und Schoki ist immer gut, das heißt, ich mach sofort mal auf. Ich liebe Kinder-Countries. Also Julia, da hast du genau meinen Geschmack getroffen. Die sind so lecker. Und die werde ich jetzt, während ich das Weihnachtsgeschenk für meinen Freund fertig mache, auf jeden Fall essen. Dankeschön. Es ist Zeit für Türchen Nummer 8. Hier steht drauf Live Your Dreams. Das tue ich definitiv. Und hier. Es ist so lecker. Da bin ich doch mal sehr gespannt, was drin ist. Es war drin eine Flasche Rotbäckchen Immunstark. Die sind echt mega lecker. Also als Kind habe ich die mega gern getrunken. Ich habe die jetzt aber echt schon lange nicht mehr getrunken, weil die mir einfach immer zu teuer waren. Umso mehr freue ich mich, dass es hier drin war und das werde ich wahrscheinlich auch gleich trinken. Dankeschön. Es ist Zeit für Türchen Nummer 9. Hier steht drauf, ich hoffe, es schmeckt und ich bin sehr gespannt, was drin ist und vor allem, wem es schmecken soll. Und ich würde sagen, ich mach's direkt mal auf. Hier sind diese Gym Cat Sticks drin mit Truthahn und Kaninchen. Und ich würde sagen, wir probieren einfach gleich mal aus, ob es der Katze schmeckt. Dann siehst du das nämlich auch gleich live. Katze kommt schon langsam. Komm, mein Schatz. Ich mache ihr mal hier so ein Stückchen ab. Mal, ob die das schmeckt, Süße. Oh, das scheint aber zu schmecken, ha? Es ist der 10. Dezember und deshalb Zeit für Türchen Nummer 10. Steht überall 10 drauf und hier steht drauf, wenn du eine Pechsträhne hast, färbe sie pink. Genau, oder in meinem Fall blond, rot oder sowas. Dann mache ich das doch jetzt mal auf. Es klappert schon ganz schön, also ich bin gespannt, was drin ist. Ein pflegendes Schaumbad, Orangenöl, Zimt. Richtig cool. Das werde ich dann wahrscheinlich morgen nehmen direkt. Ein bisschen Entspannung kann man in dieser Zeit auch gebrauchen, wenn es um Geschenke einkaufen und so weiter geht. Da ist es schon eine super Idee. Vielen, vielen Dank. Ich darf Türchen Nummer 11 aufmachen. Und zwar steht da drauf, mein Geburtstag ist heute. Ja, ich habe dir schon gratuliert. Ich habe dich nicht vergessen. Und da steht drauf, es gab viele Sorten, ich hoffe, das mag sie. Da bin ich doch mal gespannt, welche sie meint. Und ich mache das direkt mal auf. Es war von Sanabel, ich hoffe, es stellt mal scharf. Der Vitally Snack drin. Ich hatte solche Pyramiden schon mal von Sanabel. Es tut mir übrigens leid, dass das Licht so schlecht ist. Hier ist rotes Licht an wegen Hamsterchen und ja, es ist halt dunkel. Auf jeden Fall hatte ich schon einige von diesen Pyramiden, allerdings noch nicht diese hier. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie meine Katze das hier finden wird. Ich darf mein 12. Türchen öffnen. Katze ist auch dabei vom Hamstergehege, der ist aber leider nicht wach, also sie ist nicht wach. Und es raschelt, also ich bin sehr gespannt, was drin ist und das denn auch. Also würde ich sagen, mache ich das gleich mal auf. Enjoy the little things steht hier übrigens drauf. Jetzt gucke ich mal, ob ich es rausgeschüttelt kriege. Ja. Ja, das ist für dich. Und das ist sogar eine Sorte, die Dustin schon mal hatte und die sie cool findet. Okay, lass den da. Ja. Da wird sie sich auf jeden Fall drüber freuen, beziehungsweise tut sie auch schon. Vielen Dank dafür. Es geht weiter mit Türchen Nummer 13. Amira ist auch wach. Ja, hallo, du kleiner Schatz. Die 13 ist leider nichts für dich, die ist wieder für die Katze. Aber du erfreust dich ja eh gerade an deinen Körnchen. Und zwar sehe ich hier schon, dass das die Whiskas sind. Gesundes Fell, diese Sorte hatte ich noch nicht. Ich glaube, ich hatte die mit Käse gefüllt mal, die fand sie ganz lecker. Und die wird sie garantiert mögen. Und ich hoffe trotzdem, liebe Julia, dass jetzt bald mal was für die kleine Hamira drin ist. Die hat immer noch nichts bekommen, die Kleine. Die fühlt sich komplett vernachlässigt. Ja, siehst du mal, wie sie guckt. Aber die Katze wird sich garantiert drüber freuen. Vielen lieben Dank.
Ich darf Türchen Nummer 14 öffnen. Es steht drauf, erinnert mich an meine Kindheit. Sonst steht nichts drauf und dann mache ich das gleich mal auf. Oh mein Gott, wie cool, die kenne ich. Das sind diese Magic-Waschlappen, oder? Diese magisches Handtuch, genau, das ist voll cool. Ich hatte mir sogar überlegt, ob ich dir auch so einen reinpacke. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das gemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall ist es voll cool und vor allem mit frohe Weihnachten. Ich glaube, den löse ich gleich mal auf oder auch erst nachher, weil es ist jetzt halt noch sehr spät. Es ist gerade mal 0 Uhr irgendwas und ich öffne jetzt einfach schon das Türchen, weil ich noch wach bin. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür, da freue ich mich sehr drüber. Türchen Nummer 15 darf bei einem Mädelsabend nicht fehlen. Und so wie sie's anhört, glaube ich, ich habe eine leise Ahnung, ob sie mir vielleicht Nägel eingepackt hat. Nein, es waren keine Nägel, es war diese Peel-Off-Maske und solche Klemmerchen. Könntest du mich aufklären, was es mit den Klemmerchen auf sich hat? Die sind irre schön, die sind blau und blau finde ich immer gut und da mache ich auf jeden Fall was draus. Aber da musst du mich aufklären, warum Klemmerchen bei einem Mädelsabend? Ich bin gespannt auf die Erklärung. Ich darf jetzt die 16 und die 17 aufmachen. Auf der 16 steht drauf, fröhliche Weihnachten wünscht dir dein DM. Okay, ja, das sind ja die Boxen von dem DM-Kalender. Ich liebe dieses Produkt, ich hoffe, du auch. Und auf der 17 hat sie jetzt nichts drauf geschrieben, aber da steht drauf, be your own kind of beautiful. Und lasst euch nicht an den Geräuschen stören, das ist mein Freund, der gerade den Deckel nochmal drauf macht von Hamiras Gehege, der da hinten läuft. Ja, dann mache ich mal auf und zeige euch, was drin ist. Daisy, kleine Maus. Ich habe bekommen ein Deo. Das sieht echt cool aus. Ich rieche mal dran, wenn ich es aufkriege. Oh, das riecht wirklich gut. Also das trifft sich ganz gut. Wonach riecht es? Gute Frage. Jasmin und Puderluft steht drauf. Kannst ja gleich mal riechen. Oh je. Euch würde ich es ja auch gern zeigen, aber durch die Kamera geht das schlecht. Im Geruchsfernsehen wird man nicht erfunden. Genau, Geruchsfernsehen. Und hier war drin eine Maske Sweet Melon. Die probiere ich dann auch demnächst mal aus. Und solche süßen pastellfarbenen Klemmerchen. Da hat sie mir schon gesagt, jetzt sie einfach reingemacht, weil sie sie schön fand. Und ich kenne die. Ich glaube, ich hatte die mal aus dem Teddy. Die sind echt cool. Da werde ich auf jeden Fall eine Verwendung für finden. Vielen Dank für die zwei Türchen. Na, hi, du Süße, bist du beim Türchenöffnen dabei? Heute ist das 18. dran und schwupps, da ist sie unten. Sie hat sich da den Bau lang gegraben. Und wir machen heute zusammen das 18. Türchen auf und das ist schon relativ schwer. Ich glaube, das ist eine Flüssigkeit. Ah, genau, das ist das, wo ich schon vermutet habe, dass es wahrscheinlich die Katzenmilch ist. Ich hoffe, es schmeckt ihr. Ja, ich bin mir sehr sicher, das ist Katzenmilch und wir machen es mal auf. Und ich hatte recht, laktosefreie Katzenmilch. Das ist ganz wichtig, weil Katzen sind ja von Natur aus laktoseintolerant, wer das noch nicht wusste. Und meine Katze kriegt dann immer die Kotzeritis, wenn sie mal was mit Laktose frisst oder trinkt. Deshalb, ich hoffe, das Video stand jetzt nicht auf dem Kopf. Falls ja, tut es mir sehr leid. Auf jeden Fall liebt die Katze, also meine Katze Katzenmilch und deshalb wird sie die ganz sicher gerne trinken. Es ist Zeit für Türchen Nummer 19. Hierauf steht, dieses Produkt ist für die Lippen. Ich habe gehört, es wird aus dem Sortiment genommen und deswegen habe ich dir schnell eins geholt. Bin sehr gespannt, was da drin ist. Shine like a diamond. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Danke, Julia. In dem Türchen Nummer 19 war ein Lipgloss von Essence. Shine, shine, shine mit einem Wet Look. Jetzt weiß ich auch, warum das hier drin war, in dem Shine like a diamond. Ich hatte ja früher schon mal Lipglosse, aber inzwischen habe ich ja eigentlich nur noch Lippenstifte. Aber ich denke mir, dass der ganz cool aussehen könnte, weil er ja auch relativ unauffällig aussieht, mit ein bisschen Glitzer. Ich bin sehr gespannt, wie er auf den Lippen aussieht. Ich packe jetzt Türchen Nummer 20 aus. Merry Xmas. Ich bin sehr gespannt, was drin sein wird. Es raschelt schon etwas. Ich tippe irgendwie auf Katzenfutter. Ich bin sehr gespannt. Es ist von Sanabel der Hairball Snack. Ich glaube, den kennt sie auch schon und mochte sie auch ganz gerne.
Also wird sie sich darüber ganz bestimmt freuen. Es ist Zeit für Türchen Nummer 21. Es ist super und hilft. Okay, da bin ich mal sehr gespannt, was drin ist, und dann packe ich das gleich mal aus. Es war ein Nagellackentferner, acetonfrei mit magischem Feenduft drin von DM. Das finde ich super, weil mein Nagellack ist fast leer und dann kann ich auf jeden Fall einen neuen gebrauchen. Jetzt wird's Zeit für Türchen Nummer 22. Weihnachten nähert sich definitiv rasant. Katze ist auch dabei. Und Hamsterchen war auch eben wach, aber gerade ist sie nochmal verschwunden. Und jetzt mache ich das Türchen mal auf. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, mein Schatz. Mal schauen. Es ist was für die Katze. Sanabel Dentures, Nick. Das sind die, kriegst du jetzt nicht, sonst sind die offen und dann spielst du damit rum und dann frisst du die ganze Packung. Ich kenne dich. Das machen wir jetzt nicht. Es ist zu spät dafür. Ja, schmusen kannst du damit. Katze freut sich, wie du siehst. Vielen Dank dafür. Guck mal, mit einem kleinen Zerren, das dann. Oh, lecker. Türchen Nummer 23. Jetzt hast du vier Stück. Es klappert. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Morgen ist Weihnachten. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Und dann mache ich das Türchen mal auf. Noch eine Maske. Sag mal, Julia, bin ich so hässlich oder warum schickst du mir so viele Masken? So muss ich mir doch mal Gedanken machen hier. Und so Klemmerchen, die sind ganz cool. Da kann man gut mit dekorieren. Beziehungsweise habe ich da schon immer ganz viele Ideen, wenn ich solche Clips sehe, wo man nur dran kleben kann, dann vielleicht Bilder dran pinnen kann und sowas. Das finde ich ganz cool. Und die Farben sind halt auch saumäßig schön. Aber du, jetzt musst du mir schon mal sagen, warum bin ich so unansehnlich, dass du möchtest, dass ich mein Gesicht irgendwie, ja, bearbeite? Auf jeden Fall Dankeschön. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal genug Masken. So viel kann ich gar nicht auf mein Gesicht raufpacken. Ah, hier steht sogar noch was dran, habe ich gesehen. Ein Bad an Heiligabend tut jedem gut. Oh, hast du mir was zum Baden eingepackt? Da würde ich mich riesig drüber freuen. Da würde ich das nachher direkt nehmen. Ich habe ja noch einiges vor heute, wo ich euch wahrscheinlich auch mitnehmen werde. Und dann mache ich das mal auf. Wir haben ja sogar heute noch, beziehungsweise gestern, haben wir noch übers Baden gesprochen. Also passt das ja ganz gut. Schaut mal, wie süß. Ein Pandachen. Badesalz. Das ist mega cool. Da freue ich mich mega drauf. Wenn ich dann nachher alles vorbereitet habe, vom Weihnachtsessen, gönne ich mir dann noch ein schönes Bad. Das ist doch mega cool. Schaut mal, wie süß. Musst du mir unbedingt sagen, wo du das her hast. Das ist mega goldig. So, jetzt seht ihr mich nochmal wie in meinem letzten Video. Ich habe nämlich eben das Gehege ja neu gemacht und das Erlebnisfutter ist schon größtenteils abgetragen. Also sie kriegt jetzt definitiv mal mindestens einen halben Monat kein Erlebnisfutter mehr neu reingestellt. Sie liebt es, vor allem die schwarzen Dari-Kolben sind jetzt komplett leer und die rote Kolbenhirse auch. Genau, ich möchte euch jetzt mal noch eine schöne Weihnachtszeit wünschen mit eurer Familie. Ich nehme ja mal an, dass ihr zum größten Teil mit eurer Familie feiert. Ich wünsche euch einen schönen 24. Dezember, einen schönen heiligen Abend und dann natürlich auch zwei schöne Weihnachtsfeiertage. Ich weiß noch nicht, wie viel ihr in diesen Tagen von mir hört, aber ein, zwei Mal ganz bestimmt hier auf YouTube. Ich habe nämlich jetzt gerade jetzt halt noch ein paar Videos, die ich am Machen bin und die ich hochladen werde. Also seid gespannt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.